hallo. Bei mir geht es heute darum, wie man offene Online-Kurse oder Online-Kurse generell zum Weiternutzen und Teilen besonders gut vorbereiten kann. Und ich werde auch an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen, warum das nicht immer so einfach ist. Schauen wir uns das Ganze also an. Ich habe das Ganze Goldstandard genannt und es soll speziell um den Reuse gehen. Nun sind Online-Kurse ja nicht per se OER, aber wenn sie was mit OER zu tun haben, dann kann das auf drei Varianten passieren. Das eine ist natürlich, dass der ganze Kurs unter einer freien Lizenz steht. Das zweite kann sein, dass das Material, was in dem Kurs drin vorkommt, unter einer freien Lizenz steht, entweder selber produziert oder aus fremden Quellen genutzt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die Ergebnisse, die in so einem Kurs erarbeitet werden, auch unter einer freien Lizenz stehen. Ich kann alle drei Sachen super an dem Kurs OER-Fachexperten zeigen. Und zwar ist der Kurs OER-Fachexperten selbst OER. Wenn ihr das auf der Webseite euch anschaut, dann gibt es auf dieser Moodle-Seite hier unten immer ein, oder fast immer ein Bereich, da steht Lizenz und hier ist die Lizenz CC BY ausgewählt. So, dann habe ich gesagt, das Material, was darin vorkommt, ist auch OER. Wir haben in diesem Kurs sehr verschiedene Materialien eingebunden. Wir haben Sachen selber produziert, wir haben Sachen neu zusammengestellt und wir haben, wie in diesem Beispiel, eben auch was verwendet, was nicht von uns ist, sondern in dem Fall von Sandra Schön und Martin Ebner produziert wurde und haben das einerseits hier mit dem CC BY Symbol dargestellt, dann sieht man das auch immer schön auf den Abschlusskacheln, welches Video da verwendet wurde und auch wie das neue Video zu benennen ist. Und weil wir in diesem Kurs besonders vorbildlich sein wollten, haben wir das Ganze auch nochmal drunter geschrieben. Ne? Also den Lizenzhinweis, wo das Video herkommt, wer das gemacht hat und unter welcher Lizenz es steht. Da das Ganze ein H5P interaktives Video ist, findet ihr die Rechte, die Metadaten zu den Rechten natürlich auch nochmal in den Nutzungsbedingungen, die unten drunter eingeblendet werden. So, im dritten Punkt habe ich gesagt, die Ergebnisse des Kurses sind OER. Da kann ich einerseits in dem Kurs zeigen, also der Kurs war ein Teil, dass man ein eigenes OER-Projekt entwickelt. Da gibt es hier im Forum einen Bereich, ihr OER-Projekt mit dem OER-Canvas und die meisten haben hier den Canvas zum, also das ist ein Muster, mit dem man ein OER-Projekt planen kann. Das war Teil des Kurses, da sich dieses Muster zu nehmen und das für sein OER-Projekt auszufüllen. Das hochgeladen und zum Teil später auch nochmal ihre fertigen Projekte hochgeladen. Und in einem anderen Bereich haben wir aus der ersten durchgeführten Phase die OER-Ergebnisse verlinkt, die da rausgekommen sind und die kann man sich dann von hier aus runterladen. Ich schau mal, genau, das sind der OER-Checker, meistens ist aufs Forum verwiesen, zum Teil aber auch auf andere Quellen. Ne, wir haben immer aufs Forum verwiesen. Das ist wahrscheinlich auch die sichere Variante. So, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass es möglichst gut geht? In dem ersten Fall, wenn der Kurs selber OER ist, hängt natürlich vieles von der Kursplattform ab. Wenn diese Plattform Open Source ist, ist das super, weil dann können andere Leute diesen Kurs nutzen, ohne für ihre Kursplattform wahnsinnig viel Geld zu bezahlen. Wir wissen auch, Open Source Plattformen sind nicht kostenfrei. Die haben Wartungsaufwand, die haben Hostingkosten. Auch um die muss man sich kümmern. Das ist gar nicht so das Problem. Aber sie sprechen miteinander, ne? Also deswegen kann man das gut verwenden. Das heißt, wenn man selber eine Open-Source-Plattform verwendet hat, ist da schon relativ gut was dabei getan. Es ist aber auch möglich, dass man mehrere Plattformen nebeneinander nutzt. Also man nutzt zum Beispiel, wie wir jetzt gemacht haben, wir nutzen eine Moodle-Plattform für den Kurs selber. Wir nutzen YouTube, um die Videos später in H5P einzubinden. Wir nutzen H5P, was jetzt keine Plattform, sondern ein Plugin ist, um das reinzupacken. Und dann ist natürlich auch wichtig, bei diesen einzelnen Plattformen möglichst darauf zu achten, dass sie OER gut unterstützen. Hier vielleicht schon ein erster Abstrich. Wir haben die Videos über YouTube bereitgestellt. YouTube erlaubt das Ganze nur unter der Lizenz CC BY und keine andere Lizenz. Da mussten wir Abstriche machen, einfach weil YouTube mit der Reichweite das ist, was am weitesten mit Abstand funktioniert.
Es wäre aber auch möglich, das Ganze auf andere Plattformen noch bereitzustellen und so noch einen anderen Zugang zu gewähren. Eine Frage ist, okay, ihr habt jetzt den ganzen Kurs unter einer freien Lizenz gestellt. Kann ich mir den dann auch irgendwo runterladen? Und wir könnten das tun. Wir könnten eine Exportdatei generieren und diese bereitstellen. Das ist aber mit einem, ich sag mal, das ist nicht der effizienteste Weg. Ne? Also bei Moodle haben wir das Phänomen, dass wir dieses Herunterladen der Exportdateien nicht den Usern selber erlauben können, sondern müssten das selber tun und bereitstellen. Und damit wäre diese Exportdatei quasi immer nur ein Schnappschuss von dem aktuellen Zustand. Und wenn sich dieser Kurs häufig ändert oder auch mal was dazukommt, mal ein Fehler korrigiert wird, dann ist diese Exportdatei schnell veraltet und es ist dann an der Stelle für uns wichtiger zu sagen, okay, wir stellen den Kontakt Möglichkeit bereit, wo man diese Kurs-Exportdatei anfragen könnte. Ne? Also ihr könnt mich quasi jetzt anschreiben, dann schicke ich euch die zu und ihr könnt die bei euch nutzen. Dazu möchte ich auch nochmal verweisen, im Webtalk Online-Kurse wiederverwenden, habe ich das auch länger ausgeführt und auch mal gezeigt am praktischen Beispiel. Nun ist die Frage, wenn der Kurs schon unter einer freien Lizenz steht, müsste er denn für alle zugänglich sein? Frei zugängliche Kurse für alle haben den speziellen Namen MOOC, also Massive Open Online Course. Und die funktionieren wahnsinnig gut mit OER zusammen, wobei das nicht heißt, dass alle MOOCs OER sind. Das ist bei weitem nicht der Fall. Nicht alle stehen unter einer freien Lizenz, aber es funktioniert sehr gut zusammen, weil man eben ohnehin mit offenen Materialien arbeitet und die, ich sag mal so, die Regelung von kommerziell eingekauften Content sehr viel komplizierter ist, als das mit OER zu machen, wenn man nicht alles selbst produzieren möchte. Es kann aber auch Gründe geben und gute Gründe dafür geben, dass man nicht allen Menschen den Zugang zu einem frei lizenzierten Kurs gibt. Wo das vielleicht gleich sichtbar oder offensichtlich wird, ist, wenn man einen Kurs im Schulsetting gemacht hat, also das für seine Schülerinnen und Schüler bereitstellen möchte, dann ist das natürlich ein Kurs, der nur denen zur Verfügung stellen soll, dass die dort sich in Ruhe ausspielen können, nochmal Fehler machen können, nochmal eine Frage stellen können. Dann ist es vielleicht nicht so günstig, allen Leuten Zugang zu geben. Es ist aber sicherlich für andere auch hilfreich, den Kurs Mathe 9. Klasse unter einer freien Lizenz weiter nutzen zu können. Da muss man dann andere Austauschwege finden, vielleicht doch wieder über die Exportdatei oder eine mögliche Listung von solchen Kursen zu sagen, hier, den gibt's und wenn ihr den anfragt, kann ich den euch ohne Nutzerdaten schicken. Muss ich mich denn für so einen offenen Online-Kurs registrieren? Das ist eine Frage, die nicht selten gefragt wird, weil man ja sagt, okay, das ist ja für alle offen, warum muss ich mich hier überhaupt anmelden? Und das kann hauptsächlich drei Gründe haben, weshalb das trotzdem der Fall sein muss. Also auch für die OER-Fachexperten muss ich angemeldet werden. Das erste ist, dass man je nach Setting Lernstände speichern möchte. Also dass man sagen möchte, okay, du hast diese Aufgabe genutzt. Wenn ich nicht weiß, wer du bist, dann kann ich mir das auch nicht merken. Und dann kannst du auch weder Badges noch Zertifikate noch sonst irgendeine Anzeige von, du hast bis schon bis hier hingekommen und müsstest das nächste Mal hier weitermachen, erhalten. Ein zweiter Punkt ist die Kommunikation. Das heißt, wenn die Leute sich im Forum unterhalten, dann ist es da vielleicht nicht so cool, wenn da nur steht anonymes Frettchen und anonymer Alpaka. Da ist schon toller, wenn ein feststehender Name für die Person, das muss jetzt kein persönlicher Name sein, es kann auch ein Fantasiename, eine Bezeichnung sein, aber das macht das Ganze sehr viel einfacher. Und was uns sehr häufig auch begegnet, gerade in öffentlich finanzierten Projekten, ist, wir brauchen auch eine Art Reporting. Ne? Also wir müssen wissen, wie viele Leute da teilgenommen haben, um letztendlich sagen zu können, haben wir hier gegebenenfalls Vorgaben eingehalten, haben wir so und so viele Leute erreicht, wie viele von diesen Leuten haben das wirklich vielleicht abgeschlossen oder welche Kennzahlen noch immer da wichtig sind. Auch dazu kann ich noch auf einen Blogartikel schreiben, den ich schon vor einer relativ langen Zeit geschrieben habe, warum man sich überhaupt anmelden muss. Die Lizenzangaben sind natürlich sehr wichtig. Das habe ich vorhin auch gezeigt, wo man die für die OER-Fachexperten und andere offene Online-Kurse auf oncampus.de findet. Die sollten gut sichtbar sein. Ja, also wenn ich mich ein Stück weiter in den Kurs reinwühle, sehe ich die vielleicht nicht mehr so gut, was daran liegt, dass diese dass es keinen richtig guten Bereich dafür gibt, muss ich sagen. Wenn ich in Moodle drin bin, könnte ich das irgendwie in Footer reinbasteln, aber der Footer ist halt plattformübergreifend, deswegen ist es da ein Stück weit kompliziert.
Und ich würde mir wünschen, dass diese Lizenzangaben sehr konsistent sind. Und auch hier habe ich es nicht leicht. Und da würde ich jetzt einfach mal gerne in ein Beispiel reingehen, den Netzwerksicherheit, MOOC. Und wenn ich mir den angucke und jetzt vielleicht nicht, also wenn ich nicht ich wäre, die den Kurs mitgebaut hat und genau weiß, was ich jetzt angeben wollte, dann würde ich mich hier durchgucken und würde dann sagen, okay, diesen Kurs hat durchgeführt Andreas Hahnemann und Nicole Adloff und Wolfgang Hommel und Helmut Reiser. Vielleicht sind das die Leute, die den gebaut haben, dann müsste ich die angeben. Ich sehe aber auch die Veranstalterin, das ist die Technische Hochschule Lübeck, vielleicht müsste ich die angeben. Ich habe hier CC BY, das heißt, ich müsste jetzt wirklich auch den Namen angeben. Das wäre vielleicht, achso genau, und wenn ich dann vielleicht noch gucken würde, okay, wer hat denn hier die Videos bereitgestellt, dann liegen die auf dem YouTube-Kanal von On Campus. Vielleicht müsste ich die angeben. Ja, also nun ist das jetzt nicht so, ich sage mal, nicht so vorbildhaft, wenn ich, also aus meiner Logik, weil ich weiß einfach, wer es erstellt hat, das ist die TH Lübeck, es ist ein Ergebnis von einem Förderprojekt. Richtigerweise müsste ich wahrscheinlich die TH Lübeck angeben. Ich finde es insofern nicht ganz so kompliziert oder ganz so verfänglich, weil ich weiß, keiner dieser Personen würde klagen, wenn er fälschlich angegeben oder nicht angegeben wäre. Aber es ist natürlich gerade beim Umgang mit OER immer der Wille da ist, besonders sauber zu arbeiten. Das heißt, eigentlich wäre es schon besser. Man würde es direkt dranschreiben, immer wie das angegeben wird, im Abspann oder wo auch immer. Da sind wir aber auch, ich meine, der Kurs ist von 2016, da sind wir mit der Zeit etwas weniger schlampig oder genauer geworden. Ja. Gut. Was ist jetzt, wenn das Material, was ich im Kurs verwendet habe, frei lizenziert ist und ich das entweder von anderen Personen mir rangeholt habe oder selbst produziert habe und dann unter eine freie Lizenz gestellt habe? Dann sollte ich natürlich gucken, dass die einzelnen Materialarten, die ich eingebunden habe, möglichst offen und weiter nutzbar sind. Ne? Also, dass die Videos offen bereitstehen, dass man sie vielleicht runterladen kann, dass ich H5P-Inhalte oder andere interaktive Übungen gut runterladen und für meine Sachen anpassen kann oder einen Podcast mit einem RSS-Feed versehen habe. Vielleicht auch die Videos nochmal in eine Playlist gepackt habe, um mir die anders zusammenstellen zu können und solche, um da möglichst flexibel damit umgehen zu können. Ich kann, das ist vielleicht ein Abstrich, wenn ich jetzt sage, okay, das Ideal wäre, es steht alles unter einer Lizenz, allen ist klar, was es ist und ich muss nur an diese Lizenz denken, kann trotzdem innerhalb des Kurses sagen, okay, ich weiche davon ab. Ja, ihr habt das schon bei meiner Präsentation vielleicht gesehen, da steht vorne immer drauf, diese Präsentation ist lizenziert unter, ich glaube, CC0 habe ich sie gesetzt oder CC BY, außer die Sachen, die eingebettet sind oder explizit alles anderes dabei steht. Und genauso kann man es auch mit den Kursen machen. Man kann jetzt sagen, der ganze Kurs OER-Fachexperten, der steht ja unter CC BY. Aber wir haben hier ein Video eingebunden zur Finanzierung von OER von Martin Ebner und das steht in der CC BY SA. Und da haben wir auch darauf hingewiesen, einerseits auf dem Intro und andererseits auch in den Lizenzierungshinweis und auch wieder in den Nutzungsbedingungen. Also wir haben es wirklich überall dran geschrieben und haben hier quasi eine Ausnahme gemacht von der Gesamtlizenz des Kurses. Das ist durchaus okay und ich sag mal so eine Ausnahme, die jetzt auch niemandem richtig wehtut. Nun können noch die Ergebnisse eines Kurses OER sein, was insofern vor allem dann wichtig ist, wenn wirklich ein Projekt erarbeitet wird oder ein gemeinsames Ergebnis dabei rauskommt. Das kommt vor allem dann ins Spiel, wenn man von Open Educational Practice spricht, also OEP, ich habe mich da nicht verschrieben. Das heißt, man hat ein Lernszenario aufgebaut, bei dem man noch nicht weiß, was rauskommt. Vielleicht um mal ein Beispiel zu bringen, ich würde jetzt einen Mathekurs bauen. Und wenn ich eine Aufgabe stelle und ich weiß, es muss am Ende 42 rauskommen und alle haben das Ergebnis 42 und dann ist es richtig, dann ist das nicht so offen. Wenn ich aber zum Beispiel im Mathekurs sage, sucht euch da draußen einen Stausee und macht mal einen Vorschlag, wie man das Volumen des Stausees berechnen kann, dann ist das schon eher eine offene Praxis, weil jetzt quasi jede Person sich selber einen Stausee suchen kann, deine eigene Berechnungsart vielleicht herfinden. Es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit zur Volumenberechnung. Da kann man verschieden rangehen. Gleiches sind Unkurse, die eben genau nicht bestimmte Inhalte vermitteln sollen, sondern die den Leuten erlauben, eigene Zielstellungen mitzubringen und ein eigenes Projekt zu entwickeln. Und die sind auch super mit OER vereinbar. Wenn man bei diesen Projekten, OER-Projekten in Kursen
möchte, dass das möglichst gut geteilt werden kann, kann man das auf verschiedene Arten auch tun und verschiedene Sachen vorsehen. Man könnte jetzt sagen, okay, die Forenbeiträge sind ja Beiträge von den Lernenden, die könnten ja unter eine freie Lizenz gestellt sein. Das wäre eine gute Idee. Ich sage mal, wenn es längere Sachen sind und nicht nur so ein, ich finde, dass die vorgestellten Ergebnisse super und würde sie weiterverwenden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe das noch in keinem Forensystem gesehen, wo ich direkt im Forenbeitrag einstellen kann, unter welcher Lizenz das Ganze gestellt wird. Man könnte jetzt irgendwo, ich sage mal, ganz oben drüber schreiben, alle Forenbeiträge, die ihr hier schreibt, stehen unter CC BY-Lizenz. Das ist so, ich glaube, halb charmant, weil das sehr viele Leute übersehen können. Aber es wäre eine Möglichkeit, die man diskutiert, gerade, ich sag mal, gerade wenn man wirklich längere Forenbeiträge verfassen sollte. Wir haben das bei den OER-Fachexperten zum Beispiel mit dem OER-Canvas gemacht, da gibt es ein extra Feld nochmal. Man könnte die OER-Projekte extra listen, das ist das, was ich euch vorhin auch schon gezeigt habe, dass man so eine Ergebnisliste hat, bei der man sich die erarbeiteten Ergebnisse anschauen kann, wo dann auch die Person, die es erstellt hat, hingepackt hat. Und was man vielleicht auch nochmal separat nennen kann, ist, wenn nicht jeder sein Projekt bearbeitet hat, sondern ein gemeinsames Projekt erarbeitet wurde, was für alle nachnutzbar sein kann. Da gibt es als Beispiel die Udonauten, die haben den FAQ Online-Lernen gebaut. Ne? Also das gibt, die haben sich im Unkurs damit auseinandergesetzt, was sind denn so Fragen für zeitgemäße Bildung, wenn man sie online stattfindet. Welche Themen könnte man denn da thematisieren? Und es gibt dann so eine Seite am Ende, bei der man, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal einfach was raus, eine Fragestellung hatte, zum Beispiel wird die Entwicklung der Software H5P finanziell vom norwegischen Staat getragen? Und dann gibt es hier einen Text dazu. Und man hat sich dann auf eine Lizenz geeinigt. In dem Fall, was ist hier CC0? Ich glaube, das ist nicht bei allen der Fall. Das ist wieder ein H5P-Beitrag. Das ist so ein Ding mit Oliver Tacke, der Sachen gerne unter CC0 stellt. Hier haben sie sich zum Beispiel auf eine andere Lizenz geeinigt, CC BY SA. Und da stehen auch die Urheberinnen so da, wie sie sich vereinbart haben. Ja? Die Bereitstellung des gemeinsamen Arbeitsergebnisses unter einer freien Lizenz hat natürlich noch einen ganz anderen Vorteil, nämlich, dass jede einzelne Person aus diesem Team kann das Ergebnis weiter nutzen. Die müssen sich nicht hinterher nochmal fragen, die müssen sich nicht nochmal anschreiben und sagen, okay, kann ich das überhaupt weiterverwenden, sondern die können das weiter nachnutzen und das dann quasi ein Win-Win-Win für alle. Gut. Es gibt noch zwei Sachen, die ich kurz ansprechen möchte, aber gar nicht so weit vertiefen möchte, die für einen Goldstandard irgendwie wichtig sind, aber eigentlich nicht so richtig ein OER-Thema sind, sondern eigentlich für Online-Kurse auch im Allgemeinen gelten. Das eine ist das Thema Qualitätssicherung, was sich gerade irgendwie durch die OER-Diskussion wahnsinnig zieht, obwohl es wirklich kein OER-Thema ist, sondern ein Thema für alle Lehrmaterialien. Und wenn euch das weiter interessiert, ich habe hier einen Podcast verlinkt aus der Zugehört-Reihe, der ist jetzt schon vom September 2018, also 2 Jahre her. Und ohne jetzt vorher nochmal direkt reingehört zu haben, muss ich sagen, das passt eigentlich auch ganz gut weiter. Also was Qualitätssicherung überhaupt ist, welche Aspekte daran sind. Und ich habe dort auch nochmal betont, warum ich es nicht für ein spezifisches OER-Thema halte, sondern einfach an allen möglichen Lernmaterialien ausrichten wollte. Und die zweite Sache bei Online-Kursen, gerade wenn sie nicht in ein formelles Setting eingebunden sind, das heißt, wenn ich sie nicht im Rahmen vom Unterricht behandle, sowieso oder es ein Studienmodul ist, sondern ein Angebot ist, was so jede und jeder wahrnehmen könnte, dann muss ich den Kurs gut auffindbar machen, weil dann habe ich keine Zielgruppe, die ich sag mal alle mit dem Newsletter der Hochschule erreichen kann, sondern Leute müssen selber auf die Idee kommen, dass dieser Kurs jetzt was für sie ist. Und das das ist zum Teil schwieriger, als wenn man wirklich so eine verpflichtende Zielgruppe hat und man ist je nach Thema auch nicht unbedingt mit der Zielgruppe dann verknüpft. Gut, das sind aber wie gesagt nur 2 Punkte, die nochmal wichtig wären, um einen Kurs sehr gut auffindbar zu machen und auch die Qualität zu sichern. Gut, das war also nochmal zusammengefasst alles, was so über gute Möglichkeiten zum Teilen von Online-Kursen unter einer freien Lizenz auf verschiedenen Ebenen als gesamter Kurs, die Materialien im Kurs und auch die Ergebnisse möglich sind. Und ich hoffe, das hat euch weitergebracht und danke euch fürs Zuhören.